Hi, ich bin's wieder. Tja, auf Geschäftsreisen lauert natürlich auch immer mal wieder die Möglichkeit, einen kleinen Fauxpas hinzulegen. Man bekleckert sich das Hemd oder das Hemd riecht nicht mehr ganz so frisch oder man verpasst einfach die Bahn. Alles halb so wild, wenn man dann richtig reagiert. Und wie man das tut, das werde ich euch jetzt mal erzählen. Stichwort Flecken auf der Kleidung. Es muss nicht immer die Chemiekeule sein, denn es gibt sprichwörtlich auch natürliche Möglichkeiten, gerade auf der Geschäftsreise Flecken aus seiner Kleidung zu entfernen, wie zum Beispiel mit dieser Zitrone. Ja, Kaffeeflecken sind echt was Ärgerliches, gerade dann, wenn man am nächsten Tag ein Meeting hat und das Kleidungsstück eigentlich nochmal anziehen wollte. Es gibt unterwegs auch hier den einen oder anderen nützlichen Tipp, sich diesem Kaffeefleck zu entledigen. Unter anderem könnte man zum Beispiel eine eigene Lauge kreieren. Das geht ganz einfach. Wasser und Backpulver zusammenmischen, die Lauge entstehen lassen und dann das Hemd einfach über Nacht einwirken lassen. Kleiner Tipp von mir, macht es wirklich nur, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Anderes Getränk, gleiches Problem. Der Rotweinfleck ist mehr oder weniger die Königsdisziplin unter den Flecken, aber auch hier gibt es erste Hilfe. Zitrone rauftropfen, dann reichlich Salz und dann mit Mineralwasser ausspülen. Und in der Regel sollte das dann schon langen. Zugegeben, je größer der Fleck, desto schwieriger ist er in der Regel herauszubekommen, aber gerade die kleinen Flecken, die auch gerne mal unterwegs passieren, die kann man ganz gut mit diesem Fleckenstift entfernen. Auf einer stressigen Geschäftsreise, da kann man durchaus schon mal ins Schwitzen kommen. Ist auf der einen Seite total natürlich, auf der anderen Seite dann halt auch unangenehm, wenn man auf den Kunden trifft. Wie man das Ganze vermeiden kann oder was man tut, wenn es dann passiert ist, das verrate ich euch jetzt. Solltet ihr abends auf eurem Hotelzimmer etwas Zeit haben, dann legt doch das T-Shirt einfach in einer Essiglösung ein. Eine Stunde langt das schon, anschließend aber bitte sehr gut auswaschen. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit Zitronensäure. Wenn ihr beides nicht zur Hand habt, fragt beim Hotel nach. Oft haben die das da tatsächlich vorrätig. Um unangenehmen Gerüchen vorzubeugen, kann man sich tatsächlich auch mit dem Material seiner Kleidung auseinandersetzen. Merino-Wolle gilt hier als sehr geruchsneutral. Ein anderes Problem sind Schweißflecken, aber auch dagegen kann man etwas tun. Mit so einem Unterhemd zum Beispiel. Das ist hier unten mehrfach gepolstert und da sollte dann wirklich nichts mehr schief gehen. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber es gibt tatsächlich so etwas wie ein Deo für die Hand. Gerade auf Geschäftsreisen macht das auch Sinn, denn da schüttelt man besonders viele Hände an einem Tag. Dieses Deo für die Hand ist nichts anderes als ein Tuch, mit dem ihr eure Handfläche einreibt und schon ist wieder alles frisch. Unangenehm riechende Schuhe sind natürlich auch nicht das Maß aller Dinge. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. In diesem Fall ist das so ein Duftkissen. Das hält bis zu 6 Monate und neutralisiert sämtliche Gerüche. Unpünktlich zu Meetings erscheinen ist unangenehm und hinterlässt einen schlechten Eindruck. Sollte es doch mal passieren, helfen folgende Tipps. Meldet euch am besten umgehend bei eurem Gesprächspartner. Hier gilt, je eher, desto besser. Seid ihr der Gastgeber und kommt zu spät, dann ruft in eurem Büro an und sagt einem Mitarbeiter, dass er sich bitte um euren wartenden Gast kümmert, ihn mit Getränken versorgt und einfach zusieht, dass er sich nicht allzu sehr langweilt. Sollte es ihm doch zu lange dauern, dann sollte er auch selbst entscheiden dürfen, wie er mit der Situation umgeht. Natürlich gibt es Dinge, die liegen einfach nicht in euren Händen. Die Bahn verspätet sich, ein Flug wird vielleicht sogar komplett gestrichen. Bei solchen Dingen, bitte ruft euren Geschäftspartner direkt an und fragt ihn, ob ihr das Meeting nicht auf den Folgetag verschieben könnt. Die Bahn übernimmt ein Hotel mit bis zu 80 Euro pro Nacht und bei dem ausgefallenen Flug gibt es 250 bis 600 Euro Entschädigung. So, wir haben also über das zu spät kommen zu einem Termin gesprochen oder über einen Fleck auf dem Hemd. Mich persönlich würde mal interessieren, ob euch das auch schon mal passiert ist und vor allem, wie ihr aus dieser verzwickten Situation wieder herausgekommen seid.